Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen. Den Sommer über habe ich ja zum ersten Mal mit so einem Solarpanel und so Powerbank und sowas experimentiert. Und da ist mir jetzt ein neues Produkt aufgefallen. Und zwar eine Powerbank von Oki. Und die soll ein bisschen, sage ich mal, outdoormäßig interessant ist sie, weil sie natürlich hier, die sprechen hier von einer wasserdichten, stoß- und staubfesten Powerbank. Und zwar von Oki das Modell. PBP1 mit 7500 mAh. Und ja, da werden wir jetzt mal reinschauen, wie das Ding aussieht. Vom Preis her eigentlich interessant. Die kostet 99,99 €, also ein 20er bei Amazon. Verfügt über die, sage ich mal, Powerbank inzwischen typischen technischen Spezifikationen. Und zwei USB-Anschlüsse, 2 Ampere, 1 Ampere, integrierte LED, aber das Ganze, sage ich mal, ein bisschen outdoor-tauglich verpackt, habe ich mir gedacht, okay, interessant, ne? Ach, ist die niedlich, die ist ja auch wirklich kompakt, oh, aber so ein richtiger Panzer, ne? Aludeckel verschraubt und ein extrem dicker Gummigürtel außen rum, ne? Was ist da noch mit dabei am Zubehör, okay, ach, sowas liebe ich, boah, das ist die... Sind die gleichen Stecker wie Apple verwendet? Kommt bestimmt aus der gleichen Fabrik. Sehr schön. Manual dabei. Wie ausführlich ist das? Oh, sogar in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Okay, cool. Seite 5. Geht's los. Herzlichen Glückwunsch. Blibla blub. Okay. Hat hier 4 LEDs, die den Ladezustand zeigen, ne, jeweils 25% Schritte. Lithium-Ionen-Akku ist drin. Zwei USB-Ausgänge, ne, mit einmal 1 Ampere und 2,1 ist hier wassergeschützt nach IP65. Sehr schön. Gewicht 260 Gramm und ist 12 x 7 x 2,5 cm. Sehr gut. So. Sehr schön. Machen wir mal weg. Das Kabel ist niedlich und vor allem schön kurz. So, machen wir jetzt aber mal den ersten Durchgang nicht, um das Ding ein bisschen anzugucken. Das werden wir dann sowieso erstmal richtig voll laden, um es dann mal zu testen, wie viele Ladezyklen hier zum Beispiel das Handy von Lisa auflädt. Ne? Ja, unter dieser Gummidichtung hier, den Einschalter. Ne? Ah, okay. Akku kommt voll geladen, wie man es erkennen kann. Ne? Interessant. Ah, ein richtiger Ein- und Ausschalter. Zack. Akku ist voll, interessant. Wir haben hier unter dieser Gummiabdeckung die Anschlüsse. Kennzeichnet mit 2 Blitzen und einem Blitz, was ja dann 1 und 2 Ampere sind. Und der kleine Mikro zum Laden. Und wir haben hier noch eine LED, die wahrscheinlich angeht durch langes gedrückt halten. Oder doppelklicken. Tja, da müssen wir doch nochmal das Handbuch rauskramen. Ah, ne doch. Lang gedrückt halten vom Einschalter und dann geht diese kleine LED an. Schauen wir mal, was sie so bringt. Ja. Ja, im Notfall besser wie nichts, wenn man gerade den Akku zur Hand hat und braucht, ne, Licht. Oder für die Buschkrafter abends im Zelt. Das Ding hält natürlich wahrscheinlich, wenn das Ding voll ist, ewig lang. Und so in einem dunklen Zelt was ausleuchte. Reicht es wahrscheinlich prima. Und wieder lang gedrückt halte, geht's aus. Interessant. Schön gummiert. Jetzt haben wir hier noch Informationen drauf. Eigentlich auch nochmal die Modellbezeichnung. PBP1 7500 mAh. Input Micro USB 5 Volt 1 Ampere. Output USB 1 5 Volt 1 Ampere und am Output 2 5 Volt 2,1 Ampere. Made in China. Verschraubte Deckplatte hier mit Inbus. Hier haben wir noch ein Lanyard Hole. Ne? Oder man kann einen großen Schlüsselring durchziehen, um es mit dem Karabiner irgendwo zu verduschtsicher zu befestigen oder vielleicht Paracard durchziehen. Schön. Gefällt mir. Vor allem hier diese, sage ich mal, ein bisschen Outdoor-Tauglichkeit. Naja, ob dieser... Gut, das ist nicht viel Unterwasser, ne, aber
Der sitzt ein bisschen locker drauf, muss ich sagen. Ne? Da hätte ich ein bisschen mehr, hätte ich ein bisschen Bedenken, wenn da Feuchtigkeit reinkommt. Ne? Aber auf jeden Fall wahrscheinlich nichts Dramatisches, wenn das Ding mal in Schnee fällt oder es plötzlich anfängt zu nieseln. Cool. Der Oki Waterproof External Battery. Nach IP65. iPhone 3. Okay, ein iPhone soll es mindestens dreimal laden. Ein Samsung S5 mit einem starken großen Akku mindestens zweimal. Tja, wir werden es ausprobieren an Lisa ihrem Handy, weil die schafft es ja, ihr Handy täglich oder jeden zweiten Tag leer zu kriegen. Das heißt, ich habe da ziemlich schnell Testergebnisse zur Hand. Aber dachte, ist vielleicht ein interessanter Artikel. Müssen wir mal ausprobieren, der Oki Powerbank. Die haben noch mehrere Modelle am Start. Das Ding gibt es ja noch in einer anderen Farbe. Und die haben auch noch stärkere Akkus, aber mir hat eben dieses, sage ich mal, diese Robustheit von dem Akku gefallen. Da habe ich gedacht, na, das ist doch mal ein Versuch wert. Und wenn vielleicht wieder mal die Sonne scheint, werden wir das Teil auch am Solarpanel probieren, ob sich laden lässt. Aber wenn das hier alles standardisiert USB-Geschichte ist, dann dürfte das wahrscheinlich problemlos auch an der Powerbank zum Auflader sein. Ne? Okay, Leute, danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Wir sehen uns mit dem Akku mit Sicherheit in Teil 2 wieder und dann schauen wir mal, wie viel wir Leistung hier rauskitzeln können, um zum Beispiel ein Handy zu laden oder meine Digicam-Akkus. Ne? Draußen hat man ja immer mehr elektronischen Schnickschnack dabei. Okay, Leute, danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Wir sehen uns hier bald wieder auf dem Kanal beim Hubini, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin sage ich, haltet stets Reservestrom bereit. Bye, bye, macht's gut, ciao.